sich vor Allah niederwerfen? Schaut auf den Propheten Nuh alayhi salam. Wir haben so viele schöne Beispiele im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben so viele schöne Beispiele für die Propheten und die Gelehrten und die Kämpfer und die Rechtschaffenen, wie sie geopfert haben für diesen Glauben. Nuh alayhi salam sagte, wie in Surat Nuh steht, قال ربي قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Er hat Tag und Nacht Da'wa gemacht. Er sagte, ich habe mein Volk Tag und Nacht, 24 Stunden hat er Da'wa gemacht, zu Allah gerufen. Aber meine Bittgebete und meine Aufrufe fanden keine reinen Herzen. Das hat ihn nur noch mehr durcheinander gebracht und nur noch mehr vom Weg abgehalten, weil ihre Herzen schlecht und krank waren. Und jedes Mal, wenn ich sie gerufen habe, damit du ihnen vergibst, was haben die gemacht? Die haben ihre Finger in ihre Ohren gesteckt. Die haben alles zugemacht. Die wollten nicht hören und nicht sehen. Subhanallah. So wie Allah das sagt. Es gibt Leute, du kannst sie rufen zu Allah so lange, wie du willst. Es ist die Pflicht für uns, sie zu rufen und aufzurufen und einzuladen zum Glauben Allahs, zur Wahrheit. Aber wenn sie nicht wollen, und es gibt Leute, die wollen nichts anderes außer das Feuer, wie Allah das auch sagt im Koran, könnt ihr euch vorstellen, dass Leute Yawm al-Qiyamah ankommen, am Tag der Auferstehung? Die kommen an und die sehen die Auferstehung. Und die sehen Hölle und Paradies. Und die haben das Grab hinter sich. Und Allah sagt über sie, und wenn wir sie zurückkehren lassen würden auf die Erde, sie würden wieder zum Kufr zurückkehren. Könnt ihr euch das vorstellen? Subhanallah, was das für Herzen sind? Die sehen das Paradies und die Hölle mit eigenen Augen. Die haben das Grab, die haben die Engel gesehen, die Auferstehung. Und wenn sie wieder zurückgebracht werden auf die Erde, werden sie wieder Kuffar, ungläubig, keinen Bock auf diese Party machen. Der will nur Kufr, der will nur die Hölle, subhanallah. Ihre Herzen sind versiegelt. Und so waren die früher, und es gibt die heute und es wird die immer geben, diese Leute. Und so waren die auch bei Nuh alayhi salam. Einer der 5 besten Propheten. Und er hat die aufgerufen zum Islam, im Geheimen. Und er hat die aufgerufen in der Öffentlichkeit. Er hat alles ausprobiert. Guck, Nacht und Tag, offenkundig, versteckt, im Geheimen. Alles, was er gemacht hat, wie viele und wie lange, ihr wisst ja, wie lange er Da'wah gemacht hat, wie Allah im Koran sagt, 950 Jahre. 950 Jahre Da'wah gemacht. Tag und Nacht, offenkundig und geheim. Wie viele sind Muslime geworden? Wie viele sind gläubig geworden? Die Gelehrten sagen, die Meinungsverschiedenheit ist zwischen 10 und 80 Personen. Und das ist auch, der Hadith vom Prophet Hassan erklärt uns das auch. Ein anderer Hadith vom Prophet Hassan, der auch sahih ist. Wie viele Leute, beziehungsweise, es gibt Propheten, die werden Yawm al-Qiyamah kommen am Tag der Auferstehung. Ein Prophet, ein Gesandter von Allah. Und mit Beweisen gekommen. Mit klaren Beweisen gekommen. Und mit dem kommen am Tage der Auferstehung 2 Personen. Lag das am Propheten? Nein. Die haben Hikma gehabt.
die haben nicht gesündigt, die waren wahrhaftig, die waren ehrlich, die hatten Wissen, die hatten Offenbarung, subhanallah. Und der Prophet sagt, und es wird ein Prophet kommen und kommt mit ihm nur eine Person. Am Tag der Auferstehung. Nur eine Person hat an ihn geglaubt und Allah geglaubt. Und der Prophet sagt, und es wird ein Prophet kommen und keiner ist mit ihm. Kein einziger hat an ihn geglaubt und Allah geglaubt. Subhanallah. Aber wir müssen nur wissen, dass wir eine Pflicht haben, die Religion Allahs zu verkünden. Dass wir die Religion von Allah den Menschen nahebringen. Mit Taten, mit gutem Benehmen und mit Beweisen. Schaut auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam an, als zu ihm gesagt wurde, قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. قُمْ فَأَنْذِرْ, komm, steh auf und verkünde. Ab diesem Tag hat der Prophet nicht mehr geschlafen. Der hat gearbeitet Tag und Nacht. Da'wah, Kampf, Da'wah, Hijra. Zum Guten gebeten, zum Schlechten, das Schlechte verbieten. Gelernt und gelehrt. Was hat der Prophet ﷺ geopfert, damit wir jetzt ganz einfach vor uns die Rechtleitung haben? Wie viel hat der Prophet ﷺ geopfert? Wie viel hat der Prophet ﷺ gearbeitet? Man hat ihm der Lüge bezichtigt. Man hat gesagt, er ist verrückt. Er ist ein Magier. Man hat ihn beleidigt. Man hat ihn ausgelacht. Man hat ihn verletzt. Man hat ihn geschlagen. Wofür? Damit wir die Religion jetzt ganz einfach hier im Regal haben. Wir wissen, was Allah möchte. Wir wissen, was Allah nicht möchte. Wir wissen, was Allah zufrieden macht. Wir wissen, was Allah zornig macht. Dafür hat er geopfert. Und was machen wir? Wo ist unser Beitrag, liebe Geschwister? Und jeder soll sich diese Frage stellen, heute und morgen und jeden Tag. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sozusagen hoffnungslos war in Mekka. Er rief die Leute auf, aber die wollten nicht. Und die haben ihn beleidigt und geschlagen und ausgelacht. Als er ein bisschen hoffnungslos war, ist er nach Taif gegangen. Riesige Berge. Er ist zu Fuß gegangen, sallallahu alaihi wasallam. Er ist zu den Leuten von Taif gekommen und hat zu denen gesagt, glaubt an Allah alleine, dient Allah alleine, einzig und allein. Was haben die gemacht? Die Leute in Taif, die haben die Sklaven und die Kinder versammelt und denen Steine gegeben. Die haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Steinen beworfen. Die haben ihn blutig geschlagen, sallallahu alaihi wasallam. Für wen hat er das gemacht? Für wen hat er geopfert? Für uns, liebe Geschwister. Haben wir keine Pflicht? Haben wir keine Pflicht dieser Religion gegenüber? Allah gegenüber? Oder hat jemand von uns ein Ticket vom Paradies in der Tasche? Wenn es jemand hat, der braucht er nicht mehr zu machen. Wenn es jemand hat, wenn irgendeiner ein Ticket schon hat, eine Karte reserviert, für ihn das Paradies reserviert hat, der braucht nicht mehr zu arbeiten. Aber keiner hat dies. Und Allah Azza wa Jalla, Muhammad Sassim sagt über das Paradies, inna sal'at Allahi ghaliya, inna sal'at Allahi al-Jannah. Prophet Sassim sagt, die Ware von Allah ist teuer und die Ware von Allah ist das Paradies. Ewige Glückseligkeit, ein ewiges schönes Leben, liebe Geschwister. Und das wollen wir umsonst bekommen? Kein Schlag für Allah? Kein Tag Gefängnis für Allah? Willst du nicht, dass dein Portemonnaie rausholen? Willst du nicht einmal schwitzen für Allah? Willst du nicht einmal lernen, bis deine Knie dir wehtun für Allah? Schaut auf Abu Bakr radiallahu anhu. Als er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Höhle war, schaut auf die Sahaba. Lasst uns ein Beispiel nehmen, liebe Geschwister. Wir müssen die Sahaba lieben. Das gehört zu unserer Aqida. Wir müssen sie lieben und wir müssen sie als Vorbilder nehmen.
Das ist keine Sunna und kein Mustahab. Das ist eine Pflicht von uns. Eine Pflicht, sie zu lieben und sie als Vorbilder zu nehmen. Weil Allah uns diese Sache auferlegt hat im Koran. Schaut, als sie in der Höhle waren, als sie auf der Hijra waren, von Mekka nach Medina. Was passiert? Was passiert an jenem Tag? Als der Prophet in der Höhle war und hat geschlafen, hat Abu Bakr sich auch hingelegt? Ich bin sowieso der Freund, der beste Freund, der beste Gefährte des Propheten. Ich habe schon das Ticket in meiner Tasche. Er machte sich Sorgen um den Propheten, um die Religion. Er hatte Sorgen. Er hatte Sorgen, dass die Kuffar kommen und den Propheten sehen. Er hatte Angst. Da waren Löcher in der Höhle und der Abu Bakr radiallahu anhu hatte Angst um den Propheten. Was hat er gemacht? Er hat mit seinen Füßen, mit seinen Händen die Löcher zugestopft. Er hatte Angst, dass ein Skorpion rauskommt und den Propheten beißt. Und als ihn ein Skorpion gebissen hat, kam die Träne von Abu Bakr radiallahu anhu. Er konnte den Schmerz nicht aushalten, aber er wollte den Propheten nicht mehr stören beim Schlaf. Bis die Träne auf das Gesicht vom Propheten gefallen ist. Und er so erwachte und sagte zu ihm, was mit dir, Abu Bakr? Er sagte, nichts Gesandter Allahs, außer dass ein Tier hat mich gebissen. Seht ihr, wie die geopfert haben? إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ In Surah Tauba, die Reue, Surah 9. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ La tahzan inna Allah ma'ana. Schaut auf die Gefährten und auf die Prophetengeschichten, liebe Geschwister. Lasst uns die Propheten und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbilder nehmen und nicht nur in unserer Zunge, sondern lasst uns das in die Tat umsetzen. Und das, damit meine ich jeden, klein oder groß, Bruder oder Schwester, hier oder egal wo auf dieser Welt. Schaut auf die Kuffar, wie sie arbeiten für ihren Unglauben, für ihren Schirk. Allah sagt in Surah Al-Anfal, die Beute, Surah 8, Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Die Kuffar sind. Die Kuffar, die geben ihre Gelder aus und ihr Vermögen aus. Warum, ja Allah? Liyasuddu an sabilillah. Damit die Menschen abhalten vom Islam, vom wahren Glauben. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Hierauf wird das für sie eine grimm oder eine gramvolle Sache sein. Und hierauf werden sie besiegt. Und sie werden besiegt. Sie geben ihre Vermögen aus. Und ihr seht, was sie ausgeben. Ihr seht, was sie ausgeben jedes Jahr. 80, 100 Milliarden und jedes Jahr mehr und mehr. Das ist nur für eine Sache. Nur damit die Scharia und den Islam in Afghanistan bekämpfen. Nur eine Sache. Aber der Bruder hat vorhin auch eine andere Sache erwähnt. Die Missionare. Milliardengeschäft. Und die Ärzte, die sie schicken nach Afrika und in die arabischen Länder, damit die Leute zum Christentum und zum Kufr und zum Schirk und in die Hölle rufen, dafür geben die noch mehr Milliarden aus. Aber Allah hat schon gesagt, die werden danach erniedrigt. Und sie werden verlieren. Und was kommt noch dazu? وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Und darauf werden sie in die Hölle reingeworfen.